Am vergangenen Samstag gastierte der SC Paderborn anlässlich des 25. Spieltages der zweiten Bundesliga im bayerischen Regensburg. Das zwischen beiden Szenen seit einigen Jahren aufgrund diverser Vorkommnisse nicht gut Kirschen essen ist, sollte den meisten hier bekannt sein. Über verschiedene Aktionen beider Seiten wurde auf diesem Kanal schon öfters berichtet. Zum einen gab es im Jahr 2007 einen Zaunfahnenklau seitens Regensburg an Paderborn, wobei die Fahne im Jahr 2016 präsentiert wurde. Zudem kam es im Jahr 2022 zu einem Besuch der Paderborner in der Regensburger Innenstadt, wonach sich eine minutenlange Schlägerei entwickelte. Nun sollten die Karten also wieder neu gemischt werden und die Anhänger des SCP tüftelten die nächste Stichelei gegen die Fans des SSV Regensburg aus. So besuchte in der Nacht von Freitag auf Samstag eine kleine Abordnung Paderborner die Regensburger Innenstadt und brachte dort reichlich Farbe an. An mehreren Wänden, darunter auch die der Heimtribüne am neuen Regensburger Jahnstadion, brachten die Paderborner noch in der Nacht Graffitis an. Dabei wurde aus einem SSV-Jahn-Schriftzug ein scheiß SSV-Jahn. Ein weiteres Paderborn an einer Unterführung wurde mit dem Schriftzug Hurensöhne vervollständigt, wobei die Buchstaben U und R rot hervorgehoben wurden. Die Abkürzung UR steht dabei augenscheinlich für die Haupt-Ultra-Gruppierung namens Ultras Regensburg. Dabei hatten die Heimfans einen solchen Überraschungsbesuch wohl nicht auf dem Schirm, weshalb die Bombings auch Stunden später noch an der Wand zu sehen waren und sich die Schmierfinken wieder rechtzeitig aus dem Staub machen konnten. Eine Antwort seitens Regensburg kam daraufhin noch nicht. Auf dem Spielfeld konnte sich die Heimmannschaft knapp mit 1:0 durchsetzen und einen wichtigen Dreier einfahren. Somit wird das nächste Aufeinandertreffen beider Vereine mit Spannung erwartet, da die Rivalität zwischen beiden Szenen dem Anschein nach immer noch vorhanden ist. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.